Die Börsen taumeln, der Handelsstreit droht zu eskalieren. Ja, was ist zu erwarten? Das besprechen wir jetzt gleich auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Börsenwoche hier auf Aktienlust TV. Und ja, auch die neue Woche startet mit Verlusten im DAX, ja, auch wenn er sich zuletzt wieder etwas berappeln konnte. Ja, über die Monatsbilanz für den Mai rede ich gleich noch mit Mick Knauf in Frankfurt am Parkett. Ja, die fiel sehr, sehr schlecht aus. Wir hatten ja Ende April so ein bisschen mal avisiert, dass es sich lohnen könnte, jetzt in dieser starken Phase auch mal Gewinne mitzunehmen, vielleicht ein bisschen Cash aufzubauen. Aber dass sich der Markt so negativ entwickelt, wie er sich zuletzt entwickelt hatte, das hatten wir auch nicht auf dem Schirm. Hing natürlich auch mit dem Handelskonflikt zusammen zwischen den USA und China und diesem Sammelsurium an Wechselspielen von Donald Trump. Mal hü, mal hot, mal war alles positiv, dann wieder schlecht. Also da wusste man als Anleger, als Investor, aber auch natürlich als Unternehmen nicht so richtig, wo man da dran ist. Und das ist eine Spirale, die zunehmend jetzt gefährlich wird und wo es eine Einigung braucht. Da werden wir gleich nochmal eben darauf eingehen. Ja, bevor ich jetzt zu Mick schalte, nochmal ein Hinweis auf unseren zweiten Kanal, den Social Investor, also Aktienlust/Social Investor, da finden Sie uns, weil da haben wir ja Woche für Woche auch unsere Top-Empfehlung der Woche. In dieser Woche wieder sehr, sehr interessant aus dem Bereich der Internetsicherheit. Das ist ein Thema und da haben wir auch eine Top-Empfehlung mit CyberArk, die auf aktuellem Top-Niveau notiert. Sollten sich vielleicht, wenn Sie Interesse haben, dann mal rüberschalten und sich das ansehen. Aber jetzt kommen wir zum aktuellen Marktgeschehen und wir kommen zu Mick nach Frankfurt ans Parkett. Ja, wir haben ja schon am Freitag ein bisschen darüber geredet. Ja, wie fällt die Monatsbilanz für den Mai jetzt eigentlich aus? Ja, Jürgen, wenn wir mal ein Resümee passieren lassen, den letzten Monat Mai, ja, dann war das auf jeden Fall keine Erfolgsstory, muss man sagen. Der DAX hat auf Monatssicht 5% eingebüßt. Am Freitag sind wir bei 11.726 Punkten raus. Ja, der Dow Jones noch mehr sogar an die 6,7%, lag am Freitag bei 24.805. Das war die sechste Woche Verluste an der Wall Street. Ja, die Nasdaq hat sogar noch mehr erwischt. Die ging sogar 8% dementsprechend runter. Ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir beim DAX die Marke von 11.620 halten, denn da verläuft gerade die 200-Tageslinie. Also nochmal 100 Punkte tiefer beim Leitindex beim DAX. Ja, und dann könnte es, wenn wir unter der 200-Tageslinie landen, tatsächlich dann nochmal zu einer schärferen Korrektur kommen. Ja, Mick, auf die Technik schauen wir natürlich ganz genau, aber wir haben immer noch politische Börsen und die haben eigentlich ja kurze Beine, aber aktuell haben sie wohl längere Beine, als sich das die Anleger wünschen. Alles in allem muss man ganz klar sagen, es ist natürlich ein Trump-getriebener Markt, ganz klar. Ich meine, wir haben ja nicht nur den Handelsstreit USA und China. Ja, da hat sich ja letzte Woche Donald Trump dann nochmal bei einem Staatsbesuch in Japan eher negativ als positiv geäußert. Das hat auch nochmal tatsächlich die Kurse fallen lassen. Jetzt gibt es auch nochmal neue Strafzölle gegen China. Jetzt betreffen sie sogar Matratzen und Bierfässer. Ja klar, meine, die Chinesen halten natürlich letztlich dagegen, lassen sich natürlich auch vom US-Präsidenten nicht vorführen und so haben wir halt eben momentan einen ständigen Schlagabtausch. Aber das ja nicht alleine. Ja, der US-Präsident ja mittlerweile auch mit Strafzöllen gegenüber Mexiko unterwegs. Da passt es ihm ja auch nicht, wie die Politik da läuft. Also wird er die letztlich dann auch noch mit hineinbeziehen in den Handelsstreit. Naja, und wenn wir dann überlegen, dass der US-Präsident diese Woche in Großbritannien und in Frankreich ist, also auf Europareise. Ja, auch da hat er ja den Briten schon eher dazu geraten, einen harten Brexit, eine harte Linie zu verfolgen. Also da kann man natürlich relativ deutlich auch mal dran sehen, dass dem amerikanischen Präsidenten halt eben Europa nun mal gar nicht am Herzen liegt. Also das scheint ihn großartig tatsächlich nicht zu interessieren. Deswegen schreien die Volkswirte mittlerweile auch schon aller Welt auf. Ökonomische Schikane, ökonomischer Chauvinismus sind momentan so die Worte. Ja, Wahnsinn, was da halt eben letztlich an Geld an den Börsen aktuell
ob des Handelsstreites verbrannt wird. Klar, da ist man natürlich auf allen Seiten nicht richtig gut gelaunt. Und wir hier haben natürlich in Europa noch das andere Problem, nämlich Italien und Brüssel. Ja, Matteo Salvini will ja diese Woche dann Brüssel erklären, dass er weniger Steuern, dafür mehr Arbeit haben will. Also er will mehr Ausgaben tätigen. Da hat Brüssel ja seinerzeit auch schon mit Strafzahlungen gedroht. Aber da scheinen die Italiener sich zumindest einig zu sein, auch dagegen zu halten. Ja, und wir mit unserer deutschen Politik müssen natürlich auch mal schauen, wo es weitergeht. Vor allen Dingen, wo jetzt gestern am Sonntag Andrea Nahles, die SPD-Chefin, nun mehr oder minder alle Ämter aufgibt. Das heißt, heute und morgen wird sie dann ihre Amtsverzichte kundtun. Heißt also natürlich für uns auch, ist die Große Koalition in Gefahr oder nicht? Wie geht es da dementsprechend jetzt auch mit der deutschen Politik weiter? Ja, Trump ist ja heute bei der Queen zu Gast. Mal sehen, das letzte Mal hat er ja einige Protokollverstöße gemacht. Aber wieder zurück zum Markt. Was steht denn die Woche auf der Agenda? Die Quartalsberichtssaison ist ja vorbei. Umso wichtiger sind natürlich diese Woche die Termine, die wir haben. Es sind weniger die Quartalszahlen als tatsächlich hier die Konjunkturtermine, wie zum Beispiel am Mittwochabend, wenn wir Jerome Powell, Chef der Federal Reserve, zuhören. Da geht es ja um die amerikanische Zinspolitik. Wird er die Zinsschraube eher vielleicht etwas zurückdrehen oder wie sieht er die Zinsentwicklung für das laufende Jahr? Natürlich ganz, ganz spannender Termin, bevor dann am Donnerstag unser EZB-Chef Mario Draghi seine Pressekonferenz abhält. Dass der tatsächlich an der Zinsschraube drehen wird, ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich. Davon gehen die Märkte aktuell nicht aus. Aber wie gesagt, das sind zwei stehende Termine, die wichtig sind. Am Freitag dementsprechend dann noch Arbeitsmarktbericht in den Vereinigten Staaten. Da kriegen wir am Mittwoch schon von der privaten Arbeitsmarktagentur ADP die vorläufigen Zahlen. Ja, und dann haben wir noch diese Woche den Arbeitskreis Aktienindizes. Der tagt auch am Mittwoch von der deutschen Börse aus. Da geht es natürlich um die Neuordnung bei SDAX, MDAX und auch TecDAX. Den DAX dürfte das ganze Thema wohl eher nicht betreffen. Das heißt, es geht dann mehr in die Nebenwerte ganz klar hinein. Ja, Mick, da werden wieder mal Augen und Ohren auf die Notenbanken gerichtet sein. Aber es gibt ja von den Unternehmen anscheinend doch das ein oder andere noch in dieser Woche zu erwarten. Ja, ein paar Zahlen haben wir tatsächlich noch, ein paar Nachzügler, wie wir so schön sagen. Meine, wichtig natürlich heute für alle Apple-Kunden, Apple-Freunde. Da haben wir nämlich eine große Konferenz von Apple aus, da die WWDC-Konferenz. Ich will mal vorstellen, welche neuen Produkte man denn da letztlich an den Mann, an die Frau bringen will. Also das natürlich ganz klar ein ganz, ganz wichtiger Termin für die Appleianer. Ansonsten haben wir noch Isra Vision mit den Quartalszahlen und die Hauptversammlung von Sixt Leasing. Die wird dementsprechend auch stattfinden. Ja, die Sixt Leasing ist ja nicht so richtig gut gelaufen in den letzten Tagen und Wochen. Ja, die Sixt Aktie dafür etwas besser. Ja, morgen am Dienstag bekommen wir dann nochmal Zahlen aus den Vereinigten Staaten, nämlich von Tiffany. Ja, Luxus, meine, sagen wir zwar immer, geht immer, aber da scheint man sich mittlerweile auch etwas zurückzuhalten, zumindest von Chinesenseite aus. Die sagen sich nämlich auch im Handelsstreit, halt eben ganz klar mit den Vereinigten Staaten, scheint man da zurückhaltender zu sein bei den Käufen. Ja, und dann haben wir am Dienstag nochmal Zahlen von Salesforce. Die sind natürlich wichtig für unseren deutschen Wettbewerber SAP. Ja, und dann zum Wochenabschluss am Donnerstag nochmal Zahlen von Bertrand. Ja, ansonsten Quartalsberichtssaison so gut wie zu Ende. Heißt also ganz klar, wir schauen diese Woche vor allen Dingen auf eines, nämlich auf die Notenbank, da natürlich auf die EZB, auf die Federal Reserve. Schauen wir mal, was da die großen Notenbanker zu sagen haben. Und wir müssen natürlich auch immer wieder damit rechnen, dass Donald Trump, wenn er schon auf Europareise ist, letztlich vielleicht dann doch noch den ein oder anderen Tweet absetzt. Herzlichen Dank, lieber Mick, nach Frankfurt. Ja, da werden wir jetzt mal die Woche schauen, was Donald Trump in Europa wieder alles so über seine Twitter-Kanäle rausdonnert, was er alles wieder von sich gibt und wie die Märkte darauf reagieren werden. Ja, zum Schluss, Sie sind es mittlerweile gewohnt, werfen wir noch einen Blick auf ausgewählte Indizes. Ich habe heute drei dabei und fange an mit dem Dow Jones. Ja, wir haben ja dieses besagte Triple Top schon mehrfach jetzt skizziert und aktuell nimmt die Gefahr zu, dass das wirklich
ja, greift und wirklich ein Trendwendesignal liefert. Die letzte Bastion, die wir hier eigentlich noch haben, sind die 24.000 Punkte. Wenn diese Unterstützung auch noch gerissen wird, ja, dann sieht es mau aus. Dann haben wir das Tief aus Ende 2018 noch bei 22.000 Punkten. Aber da wäre es kaum zu erwarten, dass man da wirklich stoppt. Also ich denke, die Märkte müssen in den nächsten Tagen irgendwie dieses Niveau oberhalb von 24.000 verteidigen, koste was es wolle. Sonst haben wir da von der Wall Street aus ein Trendwendesignal. In Asien nichts Neues. Also das ist ja wirklich die Börse, die wir uns da parallel ganz genau anschauen müssen. Der Shanghai Composite, der tanzt nach wie vor um die 200-Tage-Linie. Die bewegt sich momentan kaum, genauso wie der Index. Also da hält man sich relativ wacker angesichts der Gemengelage. Der Hang Seng, natürlich der größere, bekanntere Index, der nähert sich jetzt wieder diesem kurzfristigen Aufwärtstrend. Langfristig, der Trend ist noch weit weg. Wir haben noch die Unterstützung bei 25.000 Punkten. Die ist auch noch ein Stück entfernt. Also auch hier muss man schauen, was der Markt in den nächsten Tagen so alles veranstaltet, so alles macht. Wir sagen ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja? Natürlich, der Mai ist rum. Sell in May and go away war diesmal wieder mal richtig. Aber die Frage ist natürlich, wie es weitergeht. Und die Stimmung, wir haben es ja auch am Freitag schon skizziert, der Fear and Greed Index, der wird wahrscheinlich heute unter 20% abrauschen. Und das sind schon extreme Werte. Das heißt, der Ausverkauf ist extrem. Es gibt Meldungen aus der Fondsbranche, dass es seit langem wieder mal massive Mittelabflüsse gab. Also wie gesagt, der Pessimismus nimmt extrem zu. Das kann natürlich auch nur ein, zwei Wochen die Märkte belasten, aber das sind oft die Phasen, wo sich ein Markt auch stabilisiert, weil wenn alle draußen sind, die raus wollen, dann ist natürlich auch der Boden für eine massive Trendwende bereitet, auch wenn man sich diese ganzen Short-Aktivitäten anguckt, die wieder Rekordniveaus erreichen. Auch hier ist das oft ein Zeichen, dass die dann irgendwann Kasse machen, sich wieder eindecken, und das ist dann oft auch ein Punkt, wo der Markt sich stabilisiert. Das ist das, auf was wir die nächsten Tage genau achten müssen, wo wir genau hinschauen müssen. Aber ich bin gar nicht mal so negativ, was diese laufende Woche angeht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir zumindest in dieser Woche den Start einer technischen Trendwende sehen. Und die könnte durchaus mal 14 Tage dauern, bis wir dann Richtung dem G20-Gipfel, dem wohl entscheidenden Gipfel Ende des Monats, dann vielleicht auch wieder ein bisschen in Deckung gehen werden. Also schauen wir, ob ich da recht habe. Das werden wir in einer Woche natürlich an der gleichen Stelle mal besprechen. Aber wir bleiben natürlich für Sie auch im weiteren Wochenverlauf am Ball. Ich habe vor, Mick mal in Frankfurt am Parkett zu besuchen. Vielleicht werden wir da gemeinsam ein weiteres Update liefern. Ich bedanke mich für Ihr Zuschauen. Wie gesagt, empfehlen Sie uns kräftig weiter. Schauen Sie eben mal auf unserem Partnerkanal Social Investor vorbei. Auch das am besten abonnieren. Dann haben Sie Woche für Woche aktuelle Top-Empfehlungen, die Sie natürlich überall kaufen können. Nicht nur bei eToro, sondern auch bei Ihrem Broker. Das ist ganz klar. Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr Jürgen Schmidt.